Ein herzliches Willkommen zurück bei Minecraft, liebe Freunde. Ich bin immer noch bereit, Zombie. Die Mauer zu bauen und Eisen schubst wieder. Nein, her. Jetzt schubse ich gerade von meinem Pferd aus Zombies und Skelette. Aber die FPS-Zahl drin bricht einfach gerade massiv zusammen. Okay, wir ziehen uns lieber vielleicht zurück. Denn ich habe echt keine Ahnung, warum ich jetzt bei 14 FPS rumdüse. Und keiner weiß, warum. Das ist ja Einbrüche seit Jahrhunderten nicht mehr. Ja, vielleicht ist deine Grafikkarte ja noch. Jetzt bin ich wieder auf 60. Interessant. Waren scheinbar die ganzen Mobs irgendwie. Ja, das kann auch sein, wenn viele von den Typen da sind, dass die Grafikkarte dann irgendwann mal sagt. Ich weiß nicht, ob es die Grafikkarte sein soll. Oder CPU, Arbeitsspeicher. Das könnte theoretisch gesehen alles sein. So, ich werde mal noch so ein paar Steinchen hier abklopfen. Oh nein, Creeper! Das mit dem Pferd ist super. Ich habe einen wunderbaren Mobilitätsvorteil gegenüber allem anderen. Heißt, wenn ich weg muss, kann ich sehr, sehr schnell weg. Du hast wohl Angst vor so ein bisschen Creeper. Bermo, nicht um mich, um mein Pferd. Mein Pferd mag kein Bum-Bum. Bum-Bum tut Pferdchen weh. Ja, jetzt. Einer Man, geh da weg. Geht da hinten weg, hab ich gesagt. Okay. Jetzt tut's mir leid. Jetzt tun die mir allmählich weh. Wir müssen. Oh nein. Nein, hör auf, mein Pferd zu beschießen, du Pisser. Oh! Alter! Diese Pferde, die können klettern wie die Viecher in Skyrim. Ich habe noch, ich habe während der kurzen Aufnahmepause noch zwei weitere Pferde gezähmt und eine Grube geschubst. Da hinten ist wieder das Regenbogen ein und Pony und davor ist ein Fluss, verdammt. Was ist jetzt wieder kaputt gegangen? Hab das so eine Stimme von meiner Regenbogen und greift mich an. Hab ich mich erfahren. Weißt du, du hörst das Vieh zwar, weißt aber nicht, wo es rumrennt, aber. Bam, komm, Pferd, du schaffst das. Ja, ich hab's geschafft, den Fluss zu durchqueren. Wir müssen. Da hinten läuft schon wieder so ein Flauschefuß rum. 200 Blöcke in die Richtung. 800 Blöcke in die. Ja, hier ist einfach noch mehr Kohle. Okay, die Blätter tun uns zum Glück nicht weh. Das ist eine gute Sache. Nicht so wie der Boden bei allem anderen, wo die Pferde durchlaufen können. Oder wie die uns mit dem Kopf einfach durchjagen. Ach, wie schön. Die Blätter tun einem nicht weh. Bam, da ist etwas. Ja, das Problem war, ich wurde von durch solide Blöcke einfach durchgejagt mit dem Kopf. Und daher bin ich dann drin hängen geblieben, kam ich wieder raus und das war leicht tödlich. Minimal. Ganz bisschen. Oh. Entschuldige, Schwein. Ich wollte eigentlich ein Brot essen, keinen Pfeil abfeuern. Naja, es wird ja zum Glück wieder Tag. Ja. Das gibt's doch nicht! Komm her! Du Untermenschen von einer. Mit der Schaufel! Mit der Schaufel! So, allmählich nähere ich uns unserer Basis wieder. Oh. Müsste ich eigentlich, aber Sekunde, bin ich richtig. Wie richtig bin ich eigentlich? Ich bin ziemlich richtig. Das müsste ein paar Blöcke hinter dieser Hütte sein. Aber da müssen wir die vorher schon mindestens einmal gesehen haben irgendwie. Einfach kurz mal über die Felder drüber galoppieren. Könnte unter Umständen möglich gewesen sein, dass wir die schon mal gesehen haben. Vielleicht. Weißt du, ich habe so eine grobe Vermutung. Ich vermute, dass ich auf meinem Weg irgendwo noch so eine Pferdeherde begegnen werde. Einfach am besten direkt neben unserer Basis.
Das kann unter Umständen möglich sein, ja. So, Pferd, wie kommen wir jetzt da hoch? Da kann ich doch irgendwie hochklettern, ganz bestimmt. Wo hoch? Ja, hier ist ein riesiger Berg vor mir. Hier ist ein riesiger Berg für Pferdeverhältnisse. So ein Hügel. Aber nicht, dass mein Ultra-Kletterpferd nicht handeln könnte. Ah, ich komme von südlich unserer Mauer. Oh, welche Tasse? Hey, Bermoman! Oh nein! Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Spitzhacke, mein alter Freund. Wir müssen kurz mal was machen. Ich sage einfach nichts. Ich bin dir sehr verbunden. Eins. Eine Reihe muss ich noch. Was denn? Aua! Da geht's. Oh. Meinst du nicht, wir bräuchten schon eine größere Tür als das? Eisen. Sieht das so aus, als ob ich schon fertig wäre? Nicht unbedingt. Also. Draußen schon wieder mit. Was ist hier draußen? Sieh zum Himmel! Ey. Guck mal, Bermo, Pferd freut sich. Hupf, hüpf, 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 hüpf. Hui. Aber so schnell dürfte da erstmal kein Creeper sich durchsprengen können. Weil diese Mauer ist einfach mal 3 Blöcke dick. Oh. Nein! Ich kann dich gar nicht runterschubsen. Du kannst mich, glaube ich, hauen. Versuch mich zu hauen, das dürfst du ohne Probleme schaffen. Siehst du, das geht? Ja. Ich hätte jetzt gelacht, wenn ich da runtergesegelt wäre. Jetzt die Frage, wo ein idealer Punkt für ein Tor wäre. Was hast du denn? Eisen, was hast du? Brauchst du einmal auch kein Tor? Was hast du? Das ist die falsche Seite für ein Tor, Eisen. Was? Bebo, dir ist klar, dass ein Tor dafür da ist, durch die Mauer durchzugehen, nicht wahr? Also muss es simplerweise auch auf beiden Seiten existieren. Alles andere wäre eine Aussperrung der Wand. Das ist richtig. Das ist berechtigt, was ich hier tue. So, jetzt haben wir Pferde. Ja, du hast ein Pferd. Ich habe einen ganzen Haufen von Pferden gezähmt und irgendwo in der Wüste vergraben. Können wir abholen, sobald es soweit ist. Meins ist noch nicht da, also hast du erstmal ein Pferd. Au. Bleib mal hier. Erst einmal muss ich die ganzen Schätze einlagern, die ich gefunden habe. Gold. Noch ein goldener Apfel. 3 Smaragde. Wir brauchen mehr Platz für wertvolle Dinge. Brauchen wir das? Ja. Ich muss jetzt die Kisten abholen, die da unten noch rumstehen. Eigentlich könnte ich das. Oh, ich erinnere mich. Oh. Du erinnerst dich an. Ja, dass die Kisten hier einfach randvoll gefüllt mit Müll sind. Das war mir entfallen. Welche
Kisten. Die, die noch bei unserem alten Basislager hier unten stehen. Ganz viel Granit vor allen Dingen. Ja, das ist durchaus gut. Das ist nachteilig. Ich habe jetzt gerade nicht die Laune, Holz hacken zu gehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ah, erstmal alles einlagern, was ich einlagern kann. Zum Beispiel das TNT. Ja. Oh Gott. Es fehlt natürlich genau ein einziger Holzblock, den wir hier in der Kiste haben, damit eine weitere Kiste hergestellt wird. Wisst ihr was? Das kann man auch anders regeln. Den Müll einfach so einlagern. Können wir diese Kiste dafür kurz mal umsortieren. Hier so. Vier Sättel, 7 Pferderüstungen insgesamt. So, kurz mal abrüsten das Pferd. Aua. Was tust du da unten? Hä? Warum ist die Truhe auf? Welche Truhe? Die mitten auf dem Platz steht. Bist du da dran? Nein, dann hat das Spiel offenbar gesagt, guck mal, die bleibt jetzt einfach auf. Okay. Oh. Oh. They can you see? Sieht jetzt zumindest geordnet aus. Ach ja, die Eisenbarren. Da kann das Ladezügel nach hier unten hin. Da kann das so geteilt werden. Und diese Dinge können dann hier so hin. Genau, dieser Apfel. Und der Trank. Aber... Aber... Ein Buch. 4 Obsidian. 2 Diamanten. Ein Zaubertisch. Verzauberung. Und was das Beste ist, wir haben ganz genau genügend Obsidian für ein Enderportal, für ein Netherportal übrig. Alternativ hätte ich, wenn ich eine Verlosung hätte, eins gegossen, aber. So wird die ganze Arbeit erspart. Das ist aber schön. Bleibst du jetzt quer hier an der Wand dran, oder? Nein, natürlich nicht. Dann müsst ihr hier auf der Seite jeweils weg.
Da dann führt wirklich kein Weg dran vorbei. Ich muss losgehen und den Kram beschaffen, den wir brauchen. Holz. Mist. Und ich dachte, ich könnte mich einfach für jede Arbeit drücken. Nein. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Schlimm. Dann nehme ich wieder Sattel und Pferd mit. Au. Wir bauen höhere Türen. Ich hätte noch ein bisschen Eisen mitnehmen müssen. Oh nein. Nicht schon wieder. Es waren viel höhere Türen. Was hast du denn hier nicht? Ich wäre beinahe schon wieder in der Wand gestorben. Nein, ich möchte gar nicht wissen. Nein, möchtest du nicht. Ja, das möchtest du auch wirklich nicht wissen. Nein, möchte ich nicht. So. Oh. Oh, ich habe einen Feuerstein gefunden. Ah. Das ist doch schön. So, wo ist jetzt der ideale Platz? Ich muss mal ein bisschen Wasser mitnehmen. Da auf jeden Fall nicht. Nicht bei diesem Skelett. Au. Oh, die Erntemaschine ist fast schon da fertig. Fällt nicht mehr viel. So, und direkt dahinter kann ich schon mal unsere nächste Befelderung anlegen. Und da ist meine Schaufel schon im Eimer. Das war absolut voraussehbar. Das mal dahin. Schau dir kurz zu mir. Pferd, komm mal her. Oh, Kies ist auch gut. Nope. Ah. Oh. Nein, ich habe keine Chance mehr. Nein. Gut, warte mal. Kann ich das aber schon mal machen? Werte Zombies, lasst, was auch immer ihr gerade vorhabt, bitte bleiben. Ich habe zu tun. Eisen, ein Wunder ist geschehen. Ist das so? Ja, ich habe Kohle. Hammer geil. Ich leih mir ganz einfach so zwei Kobbels irgendwo aus der Wand. Da kann ich eine neue Steinhacke herstellen. Ich stelle mir doch garantiert keine Eisenhacke her. Nicht für ein einfaches Melonenfeld oder so. Aua. Gib mir der Zombie jetzt mal eine vorbeigehende Schelle. Wo wir schon dabei sind. Nein, nicht explodieren. Egal was du vorhast, nicht explodier nicht.